Sagen Sie mal, Fricke, haben Sie heute schon die Bild-Zeitung gesehen? Nein, Solms, ich bin noch beim Finanzmarktteil. Warum? Ja, aber die Finanzmarktteil in der Bild-Zeitung ist viel interessanter. Haben die einen? Preissteigerungen überall. Leichtes Heizöl seit Januar um 20%, Benzin um 11%, Butter um 43%, Speisequark um 26,6%. Ja, das ist schon ein ziemlicher Quark. Ich merke das ja selber auch sonst, wenn ich einkaufen gehe oder meine Rechnungen bezahle. Also ich finde das einfach unerhört. Wie sollen denn die Masse der einfachen Haushalte dieses noch bezahlen können? Ja, das sehe ich auch. Aber sonst, woran liegt denn das? Das muss doch irgendeiner schuld sein. Das kommt doch nicht von alleine. Ja, die Bild-Zeitung schreibt das ja auch. Der Hauptpreistreiber ist der Staat, ist die Große Koalition, die die Steuern angehoben hat. Denken Sie, Ökosteuer, Stromsteuer, Mineralölsteuer, Umsatzsteuer. Sonst wir könnten uns ja den ganzen Tag darüber unterhalten, welche Steuern die erhöht haben. Aber ich sag mal so, Sie wissen doch, ich bin Haushälter. Irgendwo muss das Geld auch für den Staat reinkommen, wenn er versuchen will, für die Bürger was zu tun. Nur, was machen wir dagegen? Die haben doch die Steuern viel stärker angehoben, als das Defizit im Haushalt notwendig gemacht hätte. Stimmt, sonst. Die Ausgaben steigen schneller als die Inflation. Ja. Noch schneller. Das ist richtig. Und was müssen wir machen, damit die Konjunktur hält? Sie sagen jetzt wieder Steuern senken wahrscheinlich. Ja, natürlich. Die Bürger brauchen mehr Nettoeinkommen in ihren Portemonnaies, damit sie mehr ausgeben können, investieren, vielleicht in ein Eigenheim, in ein neues Auto, damit die Konjunktur wieder in Gang kommt und damit mehr Menschen Beschäftigung finden. Sonst, soweit gehe ich ja mit Ihnen mit, aber das heute sollte doch am Ende, der Staat hat weniger Geld und kann nachher die Rente nicht mehr bezahlen. Da muss man doch noch was anderes machen. Also, Sie müssen konsolidieren, das heißt die Schuldenpolitik beenden, aber die Bürger gleichzeitig entlasten, damit die wieder Spaß an der Arbeit bekommen. Also, ein gutes Steuersystem wahrscheinlich. Gutes Steuersystem, einfach, niedrig und gerecht. Also für kleine Einkommen 15%, für mittlere Einkommen 25% und für hohe Einkommen 35%. Alle Ausnahmen weg, dann ist es auch gerecht. Wollte gerade sagen, Ausnahmen müssen aber dann weg, also nicht irgendwelche Schlichen und Tricks oder sonstiges im Zweifel noch für diejenigen, die mehr Geld verdienen. Ausnahmen weg und Subventionen kürzen oder streichen. Sonst, da bin ich ja sofort bei Ihnen, aber Subventionen streichen ist doch immer schön. Die Politiker sagen, wir müssen Subventionen streichen und wenn es dann um die konkrete Subvention geht, sagen sie nein. Sie haben ja recht, aber schauen Sie, wir haben jetzt 20 Jahre darum gekämpft, dass die Kohlesubventionen abgeschafft werden. Jetzt ist es endlich erreicht. Ja, endlich. Aber wie lange haben wir gebraucht? Und wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir zahlen ja erstmal noch mal weiter. Naja, wenn wir bei der nächsten Wahl an die Macht kommen, dann wird die Zeit verkürzt. Da brauchen wir nicht bis 2018, sondern vielleicht nur bis 2012. Und das würde uns eine mehr als zweistellige Milliardensumme sparen. Zum Beispiel. Und das würde dann wieder bedeuten, dass die Preise nicht so steigen müssen, weil wir nicht die Steuern erhöhen, sondern im Gegenteil, weil wir sie senken. Also, weniger Belastung für die Bürger und keine Schulden für den Staat. Das muss das Ziel sein. Da wäre ich bei Ihnen sonst. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Leute uns wählen. Genau. Und das machen wir jetzt. Okay.